Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, wir haben einen wunderschönen Tag vor uns. Vor allem werden wir jetzt erstmal dieses riesige Haus zu Ende bauen. Ich hoffe, ich habe genügend Holz. Ich denke, das reicht gerade noch so. Bis zum nächsten Mal suche ich da auf jeden Fall nochmal mehr Baumstämme zusammen. Und sobald dieses Haus fertig ist, gehen wir mal in das Eisbiom. Da freue ich mich schon drauf. Der Berg müsste da sein. Genau da hinten versteckt er sich mehr oder weniger gut. Da werden wir auf jeden Fall heute noch hin aufbrechen. Nehmen ein paar Chilisamen mit oder Chilischoten, damit uns schön warm bleibt. Und dann schauen wir mal, was wir da so vor uns finden. Ich war da tatsächlich noch nie, auch nicht abseits des Let's Plays. Das heißt, ich bin genauso neugierig wie ihr, wenn ihr da auch noch nicht wart. So. Dann würde ich sagen, Stufe 2 von 26 hat schon mal wunderbar geklappt. Was müssen wir als nächstes machen? Außenwände. Ach, die setze ich immer so gerne hin. So, dann was mit Fenstern. Und was mit Türen. So, das kriegt man alles hin. Und natürlich... Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Lass mal die Tür mal offen stehen. Wir müssen bestimmt einige Male rein und raus. Das Spiel kennen wir ja. So. Nein, ich bin schon wieder am Verhungern. Frisst das Fleisch. Ja, man wird ganz schön oft sehr hungrig in dem Spiel. Sollten wir zu denken geben. So, tut's aber nicht. Noch nicht. So, dann war das das. Dann haben wir noch hier ein Fenster, da ein Fenster, da ein Fenster. Und meine Banane hängt immer im Weg rum. Das hat ja letztes Mal schon ein bisschen angefangen, dass die hier irgendwie immer vor mich läuft. Warum auch immer. Na gut, gehen wir erstmal hier lang, um die zu platzieren. Boah. Das passt. Und dann können wir ja jetzt hier die Tür aufmachen. Irgendwie. Nein! Beinahe mir die Tür voll in die Fresse gehauen. Da gehört sie nicht hin. So. Ach, ich mag dieses Haus. Schön, dass wir das jetzt endlich freigeschalten haben. So, was fehlt noch? Die Veranda. Oder unser Bootdock. Also, arg viel Balkonfläche haben wir hier nicht, bevor wir ins Wasser fallen. So. Ach, hier habe ich noch welche vergessen. Na gut. Das kriegt man auch noch irgendwie gebacken. Rustikaler Balkon. Okay. Ah. Das erste Mal, dass wir was in dieser Form bauen. Da kommt noch eins hin, da kommt eins hin, da kommt eins hin. Da, da und... Das sieht passend dafür aus und dafür. Dann haben wir noch ein ganz langes. Oh, noch ein ganz langes. Hätten mir auffallen müssen, ist es aber nicht. So, und die Balken setzt man doch gern hin. Einmal da, einmal da. Die kurzen Stummelchen kommen hier hin und dann haben wir nur noch den einen. Wie viel Holz haben wir noch? Och, für ein paar mehr Stufen wird schon reichen. Ach, da stehe ich wieder im Weg. Ah, ich stehe mir sehr oft selbst im Weg. Ich habe versucht, das zu minimieren. Aber irgendwie hat das noch nicht gescheit geklappt. So. Ah, hier haben wir dann schon Dachelemente. Interessant. Ich dachte, das wäre mindestens noch ein Stockwerk höher, bis die anfangen. Na gut. Werden schon damit klarkommen, auch wenn hier das Dach anfängt. Sieht auf jeden Fall richtig gut schon mal aus, das Haus. Also, gefällt mir sehr. Oh, ich dachte, ich wäre runtergefallen. Ein Glück bin ich's nicht. So, halbe Baumstamm-Dinger. Da kommt eins hin. So. Also dieses Blaupausenprinzip und auch hier, dass sie mir anzeigen, wo es hinzusetzen ist, einfach genial. Ich liebe das Bauen in dem Spiel. In Valheim fand ich es allerdings auch cool. Also ich brauche nicht so viel Hähnchenhalterei, aber ich nehme das natürlich auch gern an. So, dann dasselbe in grün. Das heißt, das gleiche Dach nochmal auf der anderen Seite, beziehungsweise die gleichen Segmente. So, da kommt das hin und an den Ecken kann man sich nicht mehr verstecken. So, und dann dahin, kennen wir schon,
Und, achso, da kommt ja der die halbhohe Mauer hin, halbhohe Wand. So, wir machen ja einen riesigen Fortschritt. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass die Stufen, dass es weniger Stufen werden. Ich kann ruhig 10 Sachen platzieren, aber dann sind es halt nur 10 Stufen oder 12 Stufen und nicht hier diese 26 Stück. Das wäre schöner, wenn man einfach hier deutlich mehr hätte. Jetzt habe ich wieder nur 3 Teile, die ich platzieren soll. Naja, ist, was es ist. Ja, muss man uns auch nicht so groß dran stören. Werden sie schon was dabei gedacht haben. Habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Und ich bleibe dabei. Vielleicht haben sie es gemacht, dass man sieht, wie man aus Lego was Tolles baut, wie man ein Dach bauen kann, wie man Teile in der Wand baut. Ich weiß es nicht so. Da kommt ein dünnes Dach hin und hier noch eine schöne Ecke. Mensch, schade, dass hier kein Fenster irgendwie in der Mitte drin ist. Und das sieht hier ein bisschen komisch aus, tatsächlich. Es war hier diese Risse da drin und, na gut, Teil austauschen. Nee, müssen wir nicht machen. So, das auf jeden Fall, der hängt dahin. So, und das gleiche wahrscheinlich genau gegenüber. Zumindest fast das gleiche. Sehr viel Dachelemente gerade. Ich dachte, wir haben noch irgendwie Stützbalken oder Fenster oder irgendwie sowas. Anscheinend erstmal nicht. So. Aber ich denke mal, wir haben es demnächst. Nur noch 4 Stufen. Und ich glaube, die gehen alle fürs Dach drauf. So. Jetzt auf jeden Fall muss hier noch ein bisschen was passieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann noch diese Segmente. Ah, okay. Da fühlt es sich am wohlsten. Dann die kürzeren auf die andere Seite. So, 24 von 26 ist abgeschlossen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir die jetzt ganz oben hinkriegen. Müssen wir uns... Nee, das sollte von hier aus gehen. Mit dem Bauen starten. Ich war noch nicht fertig. 1, 2, 3. Irgendwie. Ja, vielleicht müssen wir uns doch irgendwann hochbauen. Naja, das hat gerade noch so gepasst. Gerade hat es noch gepasst. So. Da ist noch eins offen. Da kommt das andere hin. 2-mal muss ich das noch platzieren. Das hier noch 1-mal. Vielleicht auf die Rückseite. Ich glaube, ich baue mir gleich echt eine Treppe, um da hochzukommen. Ach, vielleicht auch nicht. Noch schaffen wir es. So, 25 von 26 abgeschlossen. Wunderbar. Oh, und nur noch hier die Umrandung. Das ist schön. Das hier, da müssen wir auf jeden Fall einen Weg anbauen. Sonst laufen wir ja ständig ins Wasser. Ah, das ist echt ein cooles Haus. Hätte man hier die ganze Produktion reinlegen können. Ich glaube, Platz genug hat es auf jeden Fall. So, 1-mal noch und dann haben wir es, glaube ich. Ja, die Lonely Lodge ist abgeschlossen, die einsame Hütte. Ich finde sie einsame Spitze. Vor allem braucht man gar keine Tür, sondern können einfach hier reinlaufen. Finde ich eigentlich ganz praktisch, außer wenn Skelette zu Besuch kommen. Da hätte ich gern Gitter davor, aber kann ich ja bestimmt machen. Wir sind eh geschützt durch unsere Mauer, zumindest so halbwegs. So, dann suchen wir mal unsere 7 Sachen zusammen und gehen mal Richtung Eisbiom. Irgendwer da, der noch beitreten will? Maisie, guten Tag. Hallo Maisie. Willst du hier einziehen? Fortfahren. Lebe in meinem Dorf. Ja. Sehr gut. Dann ist Maisie unser 5. und letztes Dorfmitglied. Ist das nicht schön? Dann suchen wir mal hier nach Schneebeeren. Helfen mir gerade nicht. Schubsaft, da sind wir schneller. Käse hätte ich jetzt persönlich Lust drauf. Hier. Diese scharfe Chili wird uns auf unseren Reisen hoffentlich sehr behilflich sein. Ansonsten braucht man irgendwas. Ich glaube, das meiste Hammer. Hammer dabei oder improvisieren wir auf dem Weg? Echt, ich habe nur 3
Meine Tastatur hängt gerade. So. Hat sich einbekommen, was auch immer da los war. Ich schätze, mein Ton hat dann auch kurz geknistert. Öfter so, wenn der Prozessor sich etwas überbeansprucht fühlt, dann sollte eigentlich nicht, aber passiert auch komischerweise nur bei Lego Fortnite. Im Moment, sobald mein PC dann älter wird und eben die Spiele neuer werden, wird sich das häufen. Aber dann muss ich mal schauen, ob ich meine Tonaufnahme generell auf einem anderen Gerät mache oder... Boah, wir werden uns was überlegen. Na gut, dann Ziel ist voraus, da braucht man nicht mal einen Mapmarker. Das sieht man zum Glück gut. Wird jetzt auch wieder dunkel. Vielleicht kommen wir rechtzeitig an, wenn es wieder hell ist. Ja, ihr meckernden Schafe. Ja, da hast du recht. So, weiter geht's. Charlie ist auch dabei. Der lässt sich immer ein bisschen zurückfallen, dass ich die ernsthaften Gegner hier abbekomme. Ja, müssen wir auch nochmal drüber reden. Wieder so viel Milchlieferanten. Muss man einfach schön streicheln. Also so eine Kuh aus Lego hätte ich jetzt auch gerne auf dem Schreibtisch. Ich finde, die sind ganz gut. Vielleicht schaue ich mal, wie die gebaut sind und baue mir tatsächlich eine im realen Leben auf. Muss auch nicht unbedingt aus Lego-Steinen sein. Gibt ja auch viele andere Hersteller, die Klemmbausteine machen, die genauso gut oder noch besser sind. Und billiger teilweise, also preiswerter. Nicht billiger im Sinne von, wie man es manchmal verwendet. Oh, eine güldene Kiste, wo wahrscheinlich wieder nur Mist drin ist. Na, kommt. Solange keiner Dynamit wirft, ist mir alles recht. Ihr lasst Eier fallen. Und Glas, na gut. Kann man das Glas eigentlich auch irgendwie, müsste man vielleicht einsetzen können. Das wäre ganz praktisch. Oh, hier fängt es ja schon an zu frösteln. Nicht abhauen. Du willst nur wieder so eine Rollmops-Attacke ausführen. So, da haben wir ein Lager. Das können wir ja übernehmen. Charlie, komm mit. Du darfst sie alle umbringen. Oh, müssen wir gar nicht. Wer bist denn du? Bushranger. Bin ich. Nenn mich Bushi. Wie schön, dich zu treffen. Oh, du siehst aber cool aus. Leider habe ich keinen Platz mehr in deinem Dorf, in meinem Dorf. Muss ich jemanden rausschmeißen? Vielleicht den Beefboss? Wie in so einem Rage Room. So, da haben wir doch noch ein bisschen was. Oh, wir sind schon wieder voll. Na gut, das können wir da lassen, das können wir da lassen. Eier brauche ich auch nicht. Ich habe zwei dabei. Dann kann es weitergehen. Wo ist denn der ganz hohe Bärchen? Wo hat der sich wieder versteckt? Ich glaube, ich bin gerade zu tief im Tal, um den zu sehen. Oh. Vielleicht kriegt man hier Bären, die uns in der Wüste geholfen hätten. Mir ist kalt, ja, das kriege ich mit. Schneebären. Tatsächlich hätte uns das in der Wüste geholfen. Das macht auch ein bisschen Sinn so. Ich ziehe mir mal eine schöne Chili rein. Mir ist kalt. Achso, ich werf was. Nee, ich will es nicht werfen, ich will es futtern. Hä? Kann doch nicht immer noch kalt sein. Kann doch nicht immer noch kalt sein. Und was haben wir hier? Froschspinnen. Glaube ich zumindest. Da ist ein Wolf. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Ich zittere schon. Ich weiß nicht, warum. Was ist denn hier? Oh. Ich dachte, ich könnte da was Schöneres mitmachen, als einfach nur drauf zu hauen. Meine Ausdauer, der geht's gar nicht gut. Yay, wieder ein Levelaufstieg. Was habe ich getan? Her mit dem Fleisch. So, dann wollen wir vielleicht mal ein Lagerfeuer aufstellen. Sollte mich ja wärmen. Vielleicht genau hier drin. Immer noch kalt. Mensch. Ganz schön frostig hier. Da ist nichts im Lager drin. Wieso ist mir denn so kalt? Ich dachte, die wärmen mich hier.
kann gegessen werden, heilt, verringert den Hunger und erhöht vorübergehend den Kältewiderstand. Ja, das hoffe ich. Also arg viel wärmer kann ich es mir gerade nicht machen, außer ich stelle mich ins Feuer. Und ich glaube, mir ist gerade in dem Satz die Stimme ein bisschen versagt. Bin zwar lange aus dem Stimmbruch schon draußen, aber manchmal passiert es immer noch. Vor allem, wenn ich voller Ekstase versuche, irgendwie zu reden. Gut. Die Fauna hier sieht aber schon... Nee, die Flora. Flora sind Blumen. Sieht schon interessant aus. Fauna wären Tiere. Und sonstiges Zeug, das kreucht und fleucht. Ah, Charlie hat ihn erledigt. Sehr gut. Ist das einfach normaler Baumstamm? Wir werden es rausfinden. Sieht danach aus. Ja. Ich weiß das mehr. Mir ist eiskalt. Das ist aber nicht gut. Eher mit der Chili. Hui. Ja, geht mir schon besser. Und wieso bin ich jetzt so schnell auf einmal? Macht die mir Feuer unterm Hintern? So. Hier sind wir halbwegs draußen aus dem Gebiet. Der Berg ist irgendwo da. Dann können wir, glaube ich, weitergehen. Denk mal, ein bisschen Kälte halten wir aus. Ja, ja. Wird schon passen. Ein paar Chilis habe ich dabei. War jetzt aber nicht geplant, dass hier so viele Skelette nachspawnen. Ist Charlie ja wieder komplett überfordert. So, Wunderbär. Oh, das ist aber ein großer Baumstumpf. Aber auch nur normales Holz. So. Dann geht's weiter Richtung Berg. Vielleicht finden wir irgendwo eine warme Höhle. Nee, ich glaube nicht. Aber ein Versuch ist es ja wert. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Fackeln hier keine Energieanzeige haben und dass ich die einfach anhaben kann. Ohne mir Sorgen zu machen, dass die irgendwann ausgehen. Es sei denn, ich werfe alle weg, dann wäre natürlich dämlich. Eine haben wir aber noch. Ja, ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Es ist nichts Neues Spiel. Rechts und links am Bildschirm wird das ja auch schon sehr gefroren angezeigt. So, 20 Sekunden haben wir noch, dann müssen wir die nächste Chili nachschieben. Oh, so viel Schneebären, wie es hier gibt. Da werden wir uns in der Wüste auf jeden Fall drüber freuen, dass wir die eingesammelt haben. Na? Was macht hier Geräusche? Was macht hier so laute Geräusche? Frierend. Achso, ich mache so laute Geräusche. Das ist nicht gut. So. Vielleicht hole ich nochmal meine Schnitzel raus, packe sie daneben. Muss ja irgendwie die Gesundheit bei Laune halten. So, ein weiteres Lagerfeuer. Wäre schön, wenn wir uns da ein bisschen mehr aufwärmen könnten, aber scheint nicht zu funktionieren. Probieren geht aber überstudieren, das probieren wir gleich nochmal. Hier ist wieder so eine Pflanze, mit der ich nichts machen konnte. Oh, was? Und hoch mit dir! Tja, ich habe irgendwann da letzten Tipp bekommen, dass ich mir einfach ein Bett hätte platzieren sollen. Dann hätte ich da nachspawnen können. Ich habe den Ratschlag für gut befunden, ich habe ihn aber nicht befolgt. Und jetzt habe ich das Problem. Aber wir wollen ja da eh hin. So, habe ich irgendwo noch... Ausrüstung. Ach, ich klaue mir die einfach zurück. Jo. Irgendwas, was ich noch mitnehmen kann. Dynamit wäre vielleicht gar nicht so unklug. Dann können wir die zum Explodieren bringen. Und dann würde ich sagen, kann schon losgehen. So weit war man ja noch nicht. Da ist Charlie, unser treuer Verteidiger. Ist auch der einzige gerade mit Schwert. Und Fackel habe ich auch nicht. Charlie! Hau ihm auf die Fresse. Oh, wir laufen einfach. Wir laufen einfach. Sehr gut. Jetzt haben wir wenigstens einen Wegpunkt. Und wie sind wir so weit abgekommen? Ich wollte doch dahin laufen. Wieso bin ich jetzt da? Hab doch gesagt, ich habe den Weg irgendwie verloren. So, nochmal hier die Kühe anfassen. Ein bisschen mehr Milch schadet nicht.
Gebt ihr Milch? Ja. Gebt ihr Milch? Ja. Her damit. Gute, gute weiße Milch. Obwohl, diese braune Schokomilch mag ich auch. So, her damit. Oh, der Wolf kann mir gerade gestohlen bleiben. Die Spinne auch. Los geht's. Ah, das waren mal hartnäckige Typen. Hätte ich mir von der Rüstung und der Ausrüstung her denken können, hab mir aber nichts dabei gedacht. Tja, so kann das laufen. Hab nicht mal, okay, wenn wir jetzt da hinkommen, wäre man ein Bett irgendwo platzieren, dass wir nicht den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Hab das Gefühl, im Schneegebiet gehen wir ein bisschen öfter mal ohnmächtig aus der ganzen Geschichte raus, sodass wir respawnen müssen. Ja, ist ja gut. Keine Zeit für Wölfe im Moment, nur Zeit für Inventar zurückholen. Ich hoffe, ich kriege das Dynamit dann auch improvisiert geworfen. Ah, ich habe mal das Vertrauen in mich. So, da hinten ist es ja schon. War echt nicht so weit bis jetzt. Ja, schaffen wir. So, was ist da? Oh, Maiskölbchen. Nehme ich alle mit. Obwohl, nee, ich muss ja mein Inventar noch aufnehmen. Dann eher nicht. Sonst muss ich das wieder händisch aussortieren. So, ich hatte gerade die Hoffnung, dass wir hier schon eine Höhle entdeckt haben. Sieht aber nicht so aus. Nein, da ist ein Rollteil. Ich brauche doch erstmal mein Zeug. Charlie, hau du drauf. Bin hier beschäftigt. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist, Spiel. Hier ist eine Eishöhle. So ein Glück. Wir gehen aber gleich wieder hier raus. Was ist das denn für eine Ladesequenz? Interessant. Schnell verlassen. Ohne meine Ausrüstung mache ich gar nichts mehr. Oh, der Stein hat sich doch noch entschieden zu spawnen. Interessant. So. Lauf doch, du lahme Möhre. Ich hätte das Bett davor aufstellen sollen. Das ist jetzt dämlich. Ihr will doch nur mein Zeug. Oh oh. Da ist mein Zeug. Schnell weg hier. Nicht mit der Angel. Lauf. Lauf. Mit jedem Schritt wird's besser. Uiuiui. Die wollen mich echt hier treffen. Nein! Nein! Wir hätten das Bett davor aufstellen sollen. Egal, es war nicht weit weg und jetzt liegt unser Zeug in Sicherheit. Das Dynamit hat leider nur halb so viel gebracht, wie ich gern hätte. Da ist noch einmal Dynamit. Jetzt fressen wir uns erstmal schön voll. Mal schauen, ob hier noch nützliche Sachen liegen. Ein Schild. Ja, das hätte vielleicht geholfen. Schneebiere, Schlürfpilz. Schubsaft klingt doch gut. Da sind wir sogar schneller wieder da. Hui. Und sobald er abgelaufen ist, nehmen wir den nächsten. Und dann beherzigen wir, sobald wir unsere Ausrüstung haben, mal den Tipp mit dem Bett. Platzieren das irgendwo schön hin. Wird schon laufen. Jetzt sollten die uns nämlich nicht mehr so leicht angreifen, weil wir entsprechend weit genug weggestorben sind von dem Haus. Ist zumindest mal die Hoffnung. Ich denke mal, das geht gut. Nein, hört auf, mich anzugreifen. Hört auf, mich anzugreifen. Habt doch nicht mal was für euch dabei. Obwohl der Schlürfsaft, vielleicht mögen die ganzen Viecher hier auch den Schlürfsaft. Und dann können sie mich ja noch schneller angreifen, das wäre ja dämlich. Wir laufen einfach mal. Nee, Schlürfsaft, was macht Schlürfsaft? Regeneration ist, glaub ich, besser.
Ich glaube, es gibt noch ein bisschen anderen, der uns tatsächlich schneller macht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir schneller sind. Aber unsere Ausdauer ist tatsächlich ein bisschen schneller wieder regeneriert. Schubsaft, meine ich. Ja, da wusste ich nicht, wo wir den haben. Wir haben ja bis jetzt auch noch nicht wirklich ins Farming reingesehen. Charlie, deine Aufgabe. Ich habe nämlich keine Waffe. Ist auch praktisch, dass die Ausdauer jetzt so schnell regeneriert. So, aber ich habe nicht gewusst, dass die hier so austeilen können. Was ist denn los mit den Kollegen? So, gleich die nächsten hinterher. Gibt sogar mehr Herzchen. So soll das. Aber die erste Höhle haben wir auch schon entdeckt. Hier ist sie. Oder ist es schon die zweite? Nee, es sollte die erste sein. Können wir gleich auf der Karte. Nein! Ich wollte doch diesmal ein Bett platzieren, aber ich habe hier keine Sachen dafür dabei. So. Ein Schwert ist das schön. Charlie bettelt sich wieder. So soll das sein. Dynamit hier rein. Ihr Arsch hieß. Verfolgt mich doch nicht. Und nicht mit Steinen werfen. So. Hab die Schnauze voll von euch. Macht alles kaputt hier. Das Bett von Beef Boss? Wieso wird mir das hier angezeigt? Ist mir doch egal, wo der gerade schläft. Oder wird es angegriffen? Warum steht das da so dran? Na, egal. Ich weiß, dass mir kalt ist. So, sind wir immer noch im Frostbiom? Scheint so. Wird mein... Ah, hier. Hier wird's besser. Das soll doch Grasland irgendeiner Art sein. Nee, noch nicht ganz. Ja, ist ja gut. Ja, schön hier geblieben. So, da unten sieht's doch mal wärmer aus. Ja. Mir ist nicht mehr so kalt. Ist das nicht schön? Wird dann einfach sagen, wir stellen mal ein Bett hier hin. Ich höre einen Wolf. Ist egal. So. Ein Rahmenbett. Zuweisen. Sehr gut. Jetzt respawnen wir da. Dann können wir auf die Fresse kriegen. Bist du ein normaler Wolf oder ein Eiswolf? Normal. Ein sehr normaler Wolf. Da ist ein anderer normaler Wolf. Wir können natürlich das Bett jetzt immer ein anderes platzieren, sobald wir ordentlich Fortschritt gemacht haben. So. Jetzt. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Weiß nur nicht, wo es ist im Moment. So, und Dynamit nehmen wir mit. Die Jungs da mit ihren Rüstungen lassen wir auch irgendwie in Ruhe erstmal, bis wir eine bessere Waffe haben. So, aber von hier haben wir bestimmt eine geile Sicht auf die Ebene. Ja. Da gibt's bei mir auch nichts zu meckern, du liebes Schaf. So, da sind die Bösewichte. Ein schöner Gletschersee. Und wir wollen dahin. Definitiv dahin. Diesmal komme ich nicht vom Weg ab. Hier wird sich doch ein Dorf auch anbieten am See. Ich glaube, dann brauchen wir aber echt einen Talisman, dass wir besser mit der Hitze klarkommen. Ja, mit der Hitze, mit der Kälte. Ich nehme noch mal so einen Schlürfsaft. Und die Fackel stecke ich da rein, das andere stecke ich da rein. So, schlürf, schlürf, schlürf und weiter geht's. Vielleicht noch eine Chili. So, haben wir zwei Statuseffekte, das klappt auch. Schaut euch mal an, wie schön blau das Wasser hier ist. So ein richtig schönes Gletscherwasserblau. Bisschen ins Türkise. Gefällt mir sehr gut. Sü. Ja, kalt. Können wir noch ein Bett platzieren? Machen wir es doch vielleicht hier.
Ist ja schön, dann hier wieder aufzuwachen. So. Zuweisen. Und hoch geht's mit uns. Glaub, wir könnten sogar andere Dörfer machen und dann noch mehr Leute einladen. Die Limitierung ist ja nur pro Dorf. Na, das sehen wir dann mal. Was sind denn das für... Das sind Stiere. Warum sind da denn Stiere? Und vor allem, wie viel Schaden machen die? Hallo, Stiere oder Ochsen? Seid ihr böse? Ihr seid lieb. Kann man euch streicheln? Ja. Was kriegt ihr dafür? Ihr gebt auch Milch. Na, dann seid ihr keine Ochsen. Oder ich habe was komplett falsch gemacht. So. Da oben... Ist da oben ein Tier oder ist das einfach nur so eine Art Pflanze? Oh, es wird wieder dunkel. Dann müssen wir uns mal ein bisschen sputen, damit wir das noch sehen. Und da sind Gletscherwände. Zumindest Eiswände. Das sieht ja herrlich aus. Nee, das war hier nur ein Baumstumpf. Okay. Aber für die Sicht aus dieser Richtung hat es sich ja auch nochmal gelohnt. Ich hätte auf der Insel jetzt eine große, schöne, goldene Truhe versteckt, wo auch tatsächlich mal nützliches Zeug drin wäre. Aber naja, kann ja noch alles werden. Und was ist da hinten mit den Wolken los? Sind das einfach hier die Wolken in der Umgebung? Scheint fast so. Spinne? Ah, das ist eine Eisspinne. Die eine sieht man gar nicht. Okay, aber geben jetzt auch keine besseren Ressourcen. So, dann ist es hier immer noch klar vor Augen. Ja, ja, ich weiß, kalt, kalt, kalt. Und ich glaube, da sind wieder Leute drin, die mir nach dem Leben trachten. Die müssen wir nicht unbedingt besuchen, wenn es nach mir geht. Zumindest jetzt noch nicht. Das könnte auch wieder eine Höhle sein. Das sieht fast höhlich aus. Ja, so langsam erkenne ich die Dinger. Dann schalt mal sie mal frei. Hui, ich bin in einem Wurmloch. Was haben wir denn hier? Einmal abbauen schadet bestimmt nicht. Kein Schaden mit der guten Spitzhacke. Krass. Ja, ich weiß, ich verliere gerade ein bisschen... Was ist denn das? Brauche ich da Kupferzeug? Nein, ich will die Fackel nicht werfen, danke. So schnell raus hier. Das war vielleicht zu früh, das Guten. Da braucht man irgendeinen Lucky Charm, der hilft gegen gefrierende Nässe. Würde ich mal behaupten. So, dann spachtel ich nochmal ein paar Himbeeren. Obst ist gut für die Gesundheit. Merkt euch das. So, und dann erklimmen wir mal den nächsten Hügel. Bisschen Schlürfsaft können wir noch verdaddeln. So, dann sind wir schneller. Na, sah ein bisschen aus wie ein Lagerfeuer hier, aber war glaube ich nur der Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Hab das Gefühl, es wird heller. Teilweise wird es ja zurückgesetzt, wenn man in die Höhle geht. Vielleicht geht die Sonne aber auch unter, weil wir waren echt nicht lange in der Höhle. Ich weiß, dass mir kalt ist. Ich spüre es am ganzen Körper. Eiswolf. Unser erster Eiswolf. Und hier sind ganz viele. Hi. Bist du stark? Es geht. Charlie, haut drauf. Komm schon. Eine Kralle. Weg mit den Knochen, her mit der Kralle. Arktische Kralle. Das wollte ich hören. Und es wird dunkel. Und was ist da hinten? Da seht ihr das, was so leuchtet. Eine Lava sehen, oder? Nee, hat sich auch verabschiedet. Was bist du denn? Eine Eisfee? So ein Ding bin ich noch nie gefolgt. Was kannst du denn? Oder siehst du bei Dunkelheit einfach nur so fancy aus?
Wir werden es rausfinden. Ja, mit der Chili. Oh nee, oh nee. Keine Lust auf euch. Wieso habt ihr alle einen Helm auf? Nicht abschießen. Ich tue euch doch gar nichts. Auch nicht mit dem Schwert. Das ist doch spitz. Ja. Yeah. Du hast mich zum Höhleneingang geführt. Dankeschön. Hier gehen wir gleich wieder raus. Ich hoffe nur, dass sich die Skelette bis dahin verabschieden. So. Ja, hier können wir gerade eh nichts abbauen. Raus mit uns. Hui. Das ist ein bisschen trippy, die Ladesequenz hier. Komisch, dass sie so lang dauert. So, dann braucht man hier erstmal... So, Lagerfeuer. Hilft ja alles nichts. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.